SCP-049. Willkommen. Objektnummer SCP-049. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-049 ist eine Standard-Isolierzelle für Humanoide im Forschungszentrum 2 am Standort 19 eingedämmt. Achtung! Neue Bedrohung entdeckt. SCP-049 scheint gefährlich zu sein. Muss dezimiert werden. SCP-049. Der Seuchendoktor. Objektnummer SCP-049. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-049 ist in einer Standard-Isolierzelle für Humanoide im Forschungssektor 02 an Standort 19 eingedämmt. SCP-049 ist vor jedem Transportversuch zu sedieren. Während des Transports ist SCP-049 mit einem Klasse 3 Restriktionsgeschirr für Humanoide einschließlich Verschlusskragen und Verlängerungsgurte zu sichern und von nicht weniger als 2 bewaffneten Wachen zu kontrollieren. Während SCP-049 allgemein mit den meisten Mitarbeitern der Foundation kooperiert, sind Ausbrüche oder plötzliche Verhaltensänderungen mit erhöhtem Kraftaufwand zu begegnen. Während dieser Ausbrüche darf unter keinen Umständen Personal in direkten Kontakt mit SCP-049 kommen. Für den Fall, dass SCP-049 aggressiv wird, hat sich gezeigt, dass die Anwendung von Lavendel eine beruhigende Wirkung auf die Entität hat. Sobald es beruhigt ist, wird SCP-049 im Allgemeinen entgegenkommend und kehrt mit geringem Widerstand in die Eindämmerung zurück. Vorläufige Aktualisierung der Sicherheitsmaßnahmen. Auf Befehl 049.119.17.1 des Eindämmungskomitees ist es SCP-049 nicht länger erlaubt, direkt mit jeglichen Mitgliedern des Foundation-Personals zu interagieren. Und es sind ihm keine zusätzlichen Leichen zur Verwendung bei Operationen zur Verfügung zu stellen. Dieser Befehl bleibt auf unbestimmte Zeit bestehen, bis eine übereinstimmende Meinung über die weitere Eindämmung von SCP-049 herrscht. Beschreibung von SCP-049. SCP-049 ist eine etwa 1,90 Meter hohe humanoide Entität, die das Erscheinungsbild eines mittelalterlichen Seuchendoktors trägt. Während SCP-049 die dicken Roben und die Keramikmaske zu tragen scheint, die für diesen Beruf kennzeichnend sind, sind die Kleidungsstücke stattdessen scheinbar mit der Zeit aus SCP-049s Körper gewachsen und sind nun kaum mehr von der Form, die sich darunter befinden mag, zu unterscheiden. Röntgen deutet darauf hin, dass SCP-049 unter seiner äußeren Schicht eine humanoide Skelettstruktur aufweist. SCP-049 ist fähig, in einer Vielzahl von Sprachen zu sprechen, bevorzugt aber Englisch oder mittelalterliches Französisch. Während SCP-049 allgemein herzlich und kooperativ zu den Mitarbeitern der Foundations ist, kann es besonders irritiert oder manchmal geradezu aggressiv werden, wenn es das Gefühl hat, in Gegenwart der von ihm sogenannten Pestilenz zu sein. Obwohl die exakte Natur dieser Pestilenz-Forschern der Foundation derzeit unbekannt ist, scheint sie für SCP-049 ein immenses Problem darzustellen. SCP-049 wird feindlich gegenüber Personen, die von der Pestilenz betroffen sind und muss häufig zurückgehalten werden. Wenn es auf solche Personen stößt, wenn es nicht kontrolliert wird, versucht SCP-049 allgemein eine solche Person zu töten. SCP-049 ist dazu in der Lage, alle biologischen Funktionen des Organismus durch direkten Hautkontakt zum Erliegen zu bringen. Wie oft dies vorkommt, ist derzeit unbekannt und Autopsien von SCP-049s Opfern waren ausnahmslos unschlüssig. Nach diesen Morden hat SCP-049 Frustration oder Reue geäußert und weist darauf hin, dass es nicht genug getan hat,
um die Pestilenz zu töten. Gewöhnlich wird jedoch versucht, mit den Utensilien, die sich in einer schwarzen Arzttasche befinden, die es zu jeder Zeit bei sich trägt, am Leichnam eine große Operation durchzuführen. Während diese Operationen nicht immer erfolgreich sind, resultieren sie oft in der Erzeugung von SCP-049-2-Instanzen. SCP-049-2-Instanzen sind wiederbelebte Leichname, an welchen SCP-049 operiert hat. Diese Instanzen scheinen keine ihrer vorherigen Erinnerungen oder mentalen Funktionen wiederzuerlangen und haben nur grundlegende motorische Fähigkeiten und Reaktionsmechanismen. Während diese Instanzen allgemein inaktiv sind, sich nur wenig bewegen und gerade so gehen können, werden sie sehr aggressiv, wenn sie provoziert oder von SCP-049 dazu angewiesen wurden. SCP-049-2-Instanzen zeigen aktive biologische Funktionen, obwohl sich diese stark von der gegenwärtig verstandenen menschlichen Physiologie unterscheiden. Trotz dieser Änderungen merkt SCP-049 an, dass diese Subjekte geheilt sind. SCP-049 wurde während einer Untersuchung von Fällen verschwundener Personen in der südfranzösischen Stadt Montauban entdeckt. Während einer Razzia eines örtlichen Hauses fanden die Ermittler mehrere SCP-049-2-Instanzen und SCP-049. Während sich die Strafverfolgungsbeamten den feindlichen SCP-049-2-Instanzen gegenüberstellten, wurde festgestellt, dass SCP-049 das Geschehen beobachtete und Notizen in sein Tagebuch machte. Nachdem alle SCP-049-2-Instanzen weggebracht wurden, ließ sich SCP-049 bereitwillig von der Foundation in der Gewahrsam nehmen. Das folgende Interview führte Dr. Raymond Hamm während der ersten Untersuchung. Interviewer, Dr. Raymond Hamm. Interviewte, SCP-049. Beginn des Protokolls. Nicholas Barclay, comment as noise on the presenter. Ist das Französisch? Können wir einen Übersetzer? The King's English no translate is necessary, sir. He can speak, it will denote. Gut, mein Name ist Dr. Raymond Hamm und ich... Ah, ein Doktor, zweifellos ein Rechtsanwalt. Was ist Ihre Spezialität, sir? Kryptobiologie. Warum? Albert Sina. So wie ich. Wunder gibt es zuhauf. Und ich befürchte schon, von gewöhnlichen Straßensträuchen entführt worden zu sein. Also, dieser Ort ist Ihr Laboratorium. Ich wundere mich, dass es so sauber und ohne eine Spur von Pestilenz ist. Die Pestilenz? Was meinen Sie? Die Geisel, das große Sterben. Kommen Sie. Sie wissen, die... Wie wird es genannt? Die Pestilenz, ja, sie ist außerhalb dieser Mauern reichlich vorhanden, wissen Sie? So viele sind ihr erlegen und viele werden dies auch weiterhin, bis eine perfekte Heilung entwickelt werden kann. Glücklicherweise bin ich sehr nah dran. Es ist meine Lebensaufgabe, die Welt von ihr zu befreien, wissen Sie? Die ultimative Heilung. Als Sie sagten, das große Sterben, meinten Sie da die Beulenpest? Ich weiß nicht. Was ist das? Gut, dann die Entitäten, denen unsere Agenten in diesem Haus begegnet sind. Sie waren tot, als sie sie fanden, richtig? Und sie haben sie reanimiert. Sozusagen. Sehen Sie die Dinge viel zu einfach, Doktor. Erweitern Sie Ihren Horizont. Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, das sind Amateurbegriffe für Amateurärzte. Es gibt nur eine Krankheit, die in der Welt der Menschen existiert, und das ist die Pestilenz. Und sonst nichts. Machen Sie keinen Fehler. Sie waren sehr krank. Alle von Ihnen. Sie denken, Sie haben die Leute geheilt? In der Tat. Meine Heilung ist die effektivste. Diese Dinger, die wir bargen, waren nicht menschlich. Ja, nun. Es ist keine perfekte Heilung. Doch das kommt mit der Zeit. Und mit weiteren Experimenten. Ich habe mein Leben damit zugebracht, Methoden zu entwickeln, Dr. Hamm. Und ich werde dies auch weiterhin tun, wenn nötig. Nun, wir haben zu viel Zeit vergeudet. Es ist noch Arbeit zu tun. Ich werde mein eigenes Laboratorium benötigen. Eins, in dem ich ungestört meine Forschung
fortführen kann. Und Assistenten natürlich, obwohl ich diese rechtzeitig selbst beschaffen kann. Ich glaube nicht, dass unsere Organisation gewillt ist. Nonsens. Wir sind Männer der Wissenschaft. Holen Sie Ihren Mantel und zeigen Sie mir mein Quartier, Doktor. Anmerkung des Interviewers. Während SCP-049 fähig ist, auf seine sehr menschliche Art zu kommunizieren, spürt man ein seltsames Unbehagen in seiner Gegenwart. Machen Sie keinen Fehler. Diese Identität hat etwas sehr Unheimliches an sich. Außerdem haben wir einen spitzen Stock beschlagnahmt, den SCP-049 ständig herumwedelt. Teilweise aufgrund der Standard-Beschlagnahmungsprotokolle für den Besitz von Anomalien und teilweise, weil 049 eine Gefahr ist, so wie es ihn herumwirbelt. Die Entität war zuerst verärgert, doch nachdem wir einige Zugeständnisse bei der Bereitstellung von Testpersonen gemacht hatten, die zugegeben eher für unsere eigene Forschung von Vorteil sind, erwärmte sie sich für diese Idee. Zusatz 049.2 Beobachtungsprotokoll. Während es an Standort 19 eingedämmt ist, hat es einen beträchtlichen Zeitraum darin investiert, chirurgische Eingriffe an verschiedenen Säugetierleichen, die wir ihm bereitgestellt haben, zu studieren und durchzuführen. SCP-049 verbringt routinemäßig mehrere Tage mit der Durchführung von Operationen und dann, unabhängig davon, ob der Leichnam eine Instanz von SCP-049-2 wird oder nicht, mehrere Tage damit, die Ergebnisse in einem dicken Ledertagebuch zu dokumentieren, das es in seiner Arzttasche aufbewahrt. SCP-049 versucht oft, seine Erkenntnisse mit anderen Mitgliedern des Foundation-Personals zu teilen. Das folgende ist ein Protokoll von mehreren Gelegenheiten, in welchen SCP-049 dabei beobachtet wurde, wie es an einer Säugetierleiche operierte. Beobachtungsprotokoll 049.OL.1 Zusammenfassung. Subject SCP-049. Vorwort. Ein Testsubjekt D-85123 wurde in SCP-049s Isolierzelle gebracht. Die Entität drückte aufrichtige Dankbarkeit gegenüber allen Mitgliedern des Eindämmungs- und Forschungspersonals aus. Beobachtungsnotizen. SCP-049 fing damit an, D-85123 mehrere medizinische Standardfragen zu stellen, während es Werkzeuge aus einer Tasche entfernte. Kurz nachdem es seine Vorbereitungen beendet hatte, verringerte SCP-049 schnell die Distanz zwischen ihnen und tötete das Subjekt mit einer Berührung seiner Kehle. Anschließend machte SCP-049 mehrere beträchtliche Veränderungen an der Grundstruktur der Leiche des Subjekts, wobei häufig Flüssigkeiten aus der Tasche über eine handbetriebene Pumpe und ein Kupferrohr in den Patienten geleitet wurden. Die daraus entstandene 049-2-Instanz wurde beweglich, schlug mit mehreren hergestellten Gliedmaßen gegen die Wände der Zelle, während sie aus einer länglichen Öffnung heulte, die sich nun in seinem Brustbein befand. Währenddessen wurde SCP-049 dabei beobachtet, wie es Notizen über die Instanz in sein Tagebuch schrieb und dem beobachtenden Forschungspersonal die Wirksamkeit seiner Heilung mitteilte. Sicherheitspersonal betrat die Zelle, um SCP-049 wieder einzudämmen und wurde von der Instanz angegriffen. Das Sicherheitsteam brachte die SCP-049-2-Instanz fort. SCP-049 kehrte ohne Widerstand in die Eindämmung zurück und erklärte, dass es mit dem Resultat zufrieden sei. Beobachtungsprotokoll 049.OL.7 vollständig. Subjekt SCP-049. Vorwort. SCP-049 wurde der Leichnam eines kürzlich verstorbenen Rinds zur Verfügung gestellt. SCP-049 drückte eine leichte Verärgerung darüber aus, akzeptierte ihn jedoch. Beobachtungsnotizen. SCP-049 operierte mehrere Tage am Leichnam des Rinds und machte nur eine Pause, um das gewünschte Abendessen aus dünnen Crackern, gesalzenem Schweinefleisch und Hartkäse einzunehmen. Nachdem es den Leichnam zuerst einbalsamierte, wurde SCP-049 dabei beobachtet, wie es mehrere lange Spritzen aus einer Tasche nahm, die jeweils eine dunkle, dickflüssige Flüssigkeit enthielten. SCP-049 beschrieb diese Flüssigkeiten als Essenzen des Humors und führte aus: Die Pestilenz kann ein systematisches Ungleichgewicht hervorrufen.
In solch einem Fall muss, bevor die Heilung beginnen kann, der Humor ins Gleichgewicht gebracht werden. Oder der Körper wird die Heilung ablehnen. In den nächsten Tagen verbrachte SCP-049 viel Zeit damit, die Organe der Rinderleiche mit einer Reihe von großen Metallinstrumenten auszurichten. Nach 8 Tagen holte SCP-049 einen elektrischen Stab hervor, den Dr. Ham gegen einen Viehtreiber austauschte, der an einer Verlängerungsschnur hing, und berührte den Leichnam an mehreren Stellen. Diese Aktion hatte scheinbar den Effekt, dass das Rind wiederbelebt wurde und sich trotz der Umkehrung des Kopfes und der Neuanordnung der Gliedmaßen fortbewegen konnte. Nachfolgendes Interview. Anfang des Protokolls. Wir haben Sie jetzt mehrere Wochen bei Ihrer Arbeit beobachtet und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was Sie da tun. Können Sie Ihr Vorgehen detailliert beschreiben? Oh Gott, nein. Das Vorgehen ist sehr intensiv. Wie ich Ihrem Assistenten bereits sagte, finden Sie die besten Anweisungen zu meinen Methoden in meinen Tagebüchern, da ich darin ausführliche Aufzeichnungen über meine Arbeit gemacht habe. Verstehe. Meine Sorge ist, Doktor, dass wir immer noch nicht verstehen, was Sie heilen wollen oder wie es sich manifestiert oder was daran hilfreich sein soll, diese Kreaturen in quasi lebende, sinnlose Drohnen zu verwandeln. Sie verstehen die Pestilenz nicht, sogar nach all dieser Zeit, Doktor. Sie ist ein unaussprechlicher Schrecken. Jeder, der sein wahres Gesicht schon allzu oft gezeigt hat und es wieder tut. Ich bin mit der nötigen Weisheit und Vernunft gesegnet, um es auszurotten. Und zu zerstören. Doch viele wie Sie können es nicht. Ich fürchte, es ist ein grausames Urteil, eine Krankheit ausgeliefert zu sein, die Sie nicht vollständig erfassen können. Das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Wie kann Ihre Heilung überhaupt eine Heilung sein? Es ist eine Heilung. Sie mögen über meine Bemühungen lachen, wenn Sie möchten. Aber besuchen Sie nie den guten Namen des wissenschaftlichen Fortschritts, der dieser großartigen Barmherzigkeit hervorgebracht hat, was Sie hier so kurzsichtig sehen. Ist ein Leben, das besser ist als jedes andere, das sich dieser von der Pestilenz geplagten Kreatur hätte wünschen können. Diese Kreatur ist nun sauber, kann die Pest nicht verbreiten und ist frei von dem Schrecken, der ja sonst widerfahren wäre. Es ist kaum eine Kreatur, Doktor. Es ist nicht einmal. Verspotten Sie mich nicht, Sir. Sie und Ihre Kollegen sind wie alle anderen nicht in der Lage, über kleine Rückschläge hinwegzusehen. Um die Erlösung vor Ihrem eigenen Auge zu sehen, warten Sie, bis die Halle über Ihnen zusammenstürzt, bis Sie das verfaulte Holz entfernen. Nein, Sie finden es, Sie ziehen es heraus und ersetzen es mit Holz, das nicht von Fäulnis befallen ist. Und vor allem spotten Sie nicht einfach darüber, dass die Struktur jetzt anders aussieht. Sie ist stark, sie ist frei von Krankheiten. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verärgern. Ich versuche nur zu verstehen. Ja, nun achten Sie in Zukunft auf Ihre Worte, Doktor. Ich bin ein Experte. Doch selbst Experten können sich in ihrem Stolz verletzt fühlen, wenn Kritik an ihrem Meisterwerk geübt wird. Ich werde dies als Akt von Treu und Glauben zwischen Kollegen hinnehmen. Gibt es noch was, was ich für Sie tun kann? Nein, das ist alles. Noch ein Testobjekt nach dem üblichen Zeitplan. Sie kennen meine Präferenzen für Subjekte mit mehr menschlicher Anatomie. Ende des Protokolls. Hinweis des teilnehmenden Forschers. SCP-049 scheint wirklich anderen Menschen helfen zu wollen, obwohl es noch kein konkretes Beispiel dafür liefern konnte, wovor es uns alle zu retten versucht. Ich habe es nun seit mehreren Wochen beobachtet und obwohl sich die Ergebnisse scheinbar nicht ändern, behauptet SCP-049 weiterhin, dass es seiner perfekten Heilung näher kommt. Ich denke, die Entität scheint sich dieser Realität über diese Ergebnisse bewusster zu sein, als sie zu glauben mag. Zusatz 049.3. Vorfall vom 16.04.2017. Kurz nach der ersten Eindämmung von SCP-048 führte Dr. Ham eine Reihe von Interviews mit dem Subjekt bezüglich seiner anomalen Eigenschaften und begann mit der Zeit SCP-049-S Missfallen über seine Subjekte und die SCP-049-2 Instanzen zu bemerken. Dies dauerte mehrere Monate, in welchen SCP-049 nie aggressives Verhalten zeigte. Am 16. April 2017, als Dr. Ham SCP-049-S Testkammer betrat, um ein weiteres Routineinterview zu führen, wurde die Entität immer besorgter und fragte Dr. Ham, ob er sich gut fühle. Das Protokoll befolgend erinnerte Dr. Ham SCP-049 daran, dass das Interview erforderlich war, wodurch die Entität feindselig wurde. Dr. Ham attackierte und ihn tötete. Aufgrund einer Lücke im Sicherheitsprotokoll
Und da Dr. Ham nicht das Notfallsystem in der Zelle aktivierte, wurde Dr. Hams Leichnam erst 3 Stunden später entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte SCP-019 ihn in seine SCP-049-2-Instanz umgewandelt. Nach diesem Vorfall wurde SCP-049 von Dr. Teron Sherman interviewt. Interviewer: Dr. Teron Sherman, Standort -42. Interviewter: SCP-049. Beginn des Protokolls. Sie müssen sich erklären. SCP-049, Ihnen wird befohlen, Ihre Aktion zu erklären, und ich erinnere Sie daran, dass eine Nicht-Kooperation zu weiteren Einschränkungen während Ihrer Eindämmung führt. Meine Aktion bedürfen keine Erklärung. Sie haben Raymond Ham getötet. Und dann haben Sie ihn zerstückelt. Bis er... Nicht tot. Nein, nicht. Nicht tot. Er ist geheilt. Geheilt? Von was geheilt? Die Pestilenz, Sir. Ich habe gedacht, Sie würden zumindest erkennen, was für ein Glück das war, dass ich es entdeckt habe, bevor... Welche Pestilenz? Sie reden andauernd von dieser Pestilenz, aber waren noch nicht einmal in der Lage, diese Krankheit eindeutig zu identifizieren. Was haben Sie heute in ihm gesehen, das Sie nicht schon so oft gesehen haben, dass sein Leben wert wäre? Er. Die Pestilenz zeigt und entwickelt sich auf unvorhergesehene Weise. Und hat seine seltsame Art, sich in das Unvorbereitete zu schleichen und... Nennen Sie es, wie Sie wollen, Doktor. Was ich Ihnen angetan habe, war eine Gnade. Er ist geheilt. Er ist Gemüse! Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Sie und Ihresgleichen haben immer wieder bewiesen, keine Männer der Wissenschaft zu sein, doch Männer der Emotionen. Sie können die Schrecken nicht wertschätzen, die ich gesehen habe. So viele Millionen, die der Pestilenz erlagen und verändert wurden, die... Ihre Heilung kostete Ray das Leben. Das stimmt nicht, Sir. Ich habe es gerettet. Sie würden zulassen, dass die Welt wieder zurück in diese Verzweiflung aus Krankheit und Tod verfällt und ignorieren, dass ich ein Wunder erschaffen habe. Welche Krankheit, welche Pestilenz. Er war ein gesunder Mann, er war ein guter Arzt. Es sind gefallenen Freianbieter. Sie sind diesen Streit nicht wert, Sir. Sie sind kurzsichtig und dumm. Dr. Ham war krank und ich... Ich halte ihn. Ich bin der Einzige, der das tun kann. Meine Arbeit muss weitergehen. Es gibt noch so viel zu lernen, so viel zu... Ich habe genug davon. Betrachten Sie Ihre Berechtigung als widerrufen. Willkommen in der Eindämmung 049. Wir sind hier fertig. Tod und andere können gerettet werden. Sogar Sie, obwohl Sie es nicht verdienen, können gerettet werden. Ich kann alle retten. Ich kann diese Plage ein für alle Mal vernichten. Ich kann das. Nur ich rettete ihn, Dr. Ham. Ich heilte ihn. Er war krank. Ich weiß, dass er krank war. Ich weiß, er war es. Und ich. Ihr alle seid krank, aber ich kann sie retten. Ich kann sie alle retten, weil ich. Ich bin die Heilung. Ende des Protokolls. Interviewbericht nach dem Vorfall. Das folgende Interview ist ein Auszug aus dem Vorfallbericht vom 16.04.2017. Das Interview führte Dr. Elia Itkin 3 Wochen nach Beginn der ersten Untersuchung. Datum: 7.05.2017. Interviewer: Dr. Elia Itkin. Interviewter: SCP-049. Anfang des Protokolls. Mein Name ist Dr. Elia Itkin. Dies ist ein Protokoll vom 7.05.2017. Es geht um das Objekt SCP-049. Der Seuchendoktor. Also, SCP-049, wir führen dieses Interview, um unsere Untersuchungen Ihrer Aktion vom 16. April abzuschließen, die zum Tod eines Mitarbeiters geführt haben. Möchten Sie irgendetwas dazu sagen? Nur, dass ich mich auf den Tag freue, an dem Sie mir gestatten, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Ich habe die vergangenen Wochen damit zugebracht, meine Notizen zusammenzustellen und eine neue Theorie zu entwickeln, wie die Pestilenz in der Lage war, jemanden auf solche heimtückische Weise infizieren zu können. So, dass ich sie fast nicht entdeckt hätte. Haben Sie irgendwelche Reue für Ihre Handlungen verspürt, für den Tod vor Dr. Ham? Ah ja, nun, der Tod eines Kollegen ist immer bedauerlich, doch im Angesicht der Pestilenz müssen wir schnell sein, Doktor. Und ohne zu zögern handeln.
Dr. Sherman schrieb in seinem Bericht, dass Sie während Ihres ersten Interviews zu trauern schienen. Stimmt das? Trauern? Vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass... Es ist bedauerlich, dass ein Arztkollege infiziert wurde. Doch die Arbeit geht weiter. So bedauerlich es ist auch war. Dr. Hems Tod lieferte wichtige Erkenntnisse. Lebende, menschliche Subjekte sind die einzige Möglichkeit, um voranzukommen. Da bin ich mir sicher. Meine Heilung nützt totem Fleisch wenig. Und ich habe alles, was ich konnte, aus ihrem großzügigen Vorrat an Leichen zusammengetragen. Mein Wunsch ist es, diejenigen zu heilen, die noch leben und an der Krankheit leiden. Ich fürchte, da werden Sie enttäuscht sein. Oh, Doktor, da läuft mir nicht so sicher. Protokoll, Ende.